Wie kann man ein Gesetz stimmen, wo der Madame Ministerin mal nicht klar ist, ob man die, an die 33 Klöstern haben oder Infektionsherden? Die zwei beschreiben nämlich an der Phänomen, also an der Medizin, Kontrahent Phänomene. Komplett diktatorisch. Klöstern als ein zufälliges Zusammentreffen von Einzelinfizierten zur selbigen Zeit auf derselben Platz. Ein Herd als ein einziger Platz, wo die Krankheit sich dreht, wovon sie sich ausbreitet. Also genau die Gegenteil vom Kloster. Ich meine, das müssen wir mal ein Kreier auch klar halbanne sagen. Gestern hat Madame Gesundheitsminister ich für Folgendes gesagt. In der Klosterin, 12 Mal wäre eine Schule oder eine Lisse, 6 Mal eine Bauunterprise, 5 Mal eine Pflege- und Santé-Sektor, 3 Mal eine Moresca und 3 Mal eine Nettoyage. Kein Donnern zu den privaten Partys. Sie sind nicht sicher in der Klosterin, da brauchen wir keine weitere Einschränkungen im privaten Bereich. Sind nicht Infektionsherden, da brauchen wir das Einschränkungen, aber das hat dann noch seine Auswirkungen auf die Schulrentrée, weil da waren ja die meisten Infektionsherden.